und herzlich willkommen bei der D-Schule. Vom 9. bis 25. Februar finden in Südkorea die Olympischen Winterspiele statt. Diese Woche bin ich zu Gast beim Curling Club in Zug. Den ältesten Curlingstein hat man im Jahre 1511 gefunden. Das allererste internationale Curlingturnier fand 1880 in St. Moritz statt. Seit der Olympiade 1998 in Japan ist Curling die siebte olympische Wintersportart. Unser Schweizer Curling-Team gewann dazu mal mit den Zugern Patrick Hürlimann und Stefan Kaiser die Goldmedaille. Damit wir überhaupt Curling spielen können, brauchen wir saubere Hallenturnschuhe und einen Besen. Und jetzt gehe ich üben. Kommt mit!